Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die 101. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Kolleginnen und Kollegen, zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1 bis 4, 52 und 54. Gestern Abend tagte der Hauptausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zum 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19/4502, einen Beschluss gefasst. Dieser hat die Drucksache 19/4706. Die zweite Lesung dieses Gesetzentwurfs steht unter Tagesordnungspunkt 6 auf der Tagesordnung und wird am Donnerstag aufgerufen. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Und beginnen mit Tagesordnungspunkt 22 zusammen mit Tagesordnungspunkt 55. Dann folgt Tagesordnungspunkt 24, der mit Tagesordnungspunkt 18 zusammen aufgerufen wird. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 20. Entschuldigt fehlen heute Herr Ministerpräsident Bouffier bis 16 Uhr, Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig, und Herr Abg. Quanz wegen Erkrankung ebenfalls ganztägig. Jetzt darf ich noch zum Geburtstag gratulieren. Seinen Geburtstag begeht heute Herr Abg. Klaus-Peter Möller. Ich spreche ihn im Namen des gesamten Hauses herzliche Glückwünsche aus. Was muss ich machen? So hatte ich mir das vorgestellt. Aber gut, dass wir auch der Verwaltung.